Hallo und willkommen zurück zu Outer Wilds mit eurer Story-Eule. Eine Zeit für Marshmallows. Wir haben da letztes Mal ja noch neue Dinge entdeckt. Und ich war mal wieder unglaublich blind. Aber das lässt sich ja alles korrigieren. So, erstmal hier. Oh, es gibt was Neues zu lesen. Höhlendurchbruch. Ich fand einen versteckten Diafilm in der verborgenen Schlucht. Er zeigt eine Explosion, die ein großes Loch in die Seite des Fremdlings reißt. Ja, das werden wir uns heute auf jeden Fall anschauen. So. Ups. Wir müssen den hier aber markieren. Sonst wird das nichts. Anzug. So, wo ist er denn? Da, der Fremdling. Da wollen wir hin. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich darüber nachdenke, wie man dieses Schiff steuert, habe ich keine Ahnung. Aber solange ich nicht darüber nachdenke, klappt es irgendwie. Achso, und nebenbei, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, ich schaffe es momentan leider nur eine Folge pro Woche fertig zu bekommen. Nur Autopilot. Aber ansonsten nimmt die Qualität ab und hui, das will ich nicht. Irgendwann habe ich auch wieder mehr Zeit. So. Da wollen wir hin. Upsala. Sauerstofftank beschädigt. Sowas Blödes aber auch. Reparieren wir den doch mal. Der könnte wichtig sein. Der Rest ist irgendwie nicht so relevant. Wir haben sowieso anderes vor. Denn ja, ich möchte mir angucken, was da draußen los war. Aber erstmal haben wir in der Schlucht noch was anzugucken. Na, gar nicht so einfach zu treffen. So. Los, fahr doch nicht ohne uns los. So, wir wollen hier heute nicht anhalten. Mal gucken, ob wir es diesmal schaffen, ohne was zu rammen. Nein. Au. Aber die Bemühung war da. So, bremsen, bremsen und da lang fahren. Diese wundervolle Musik. Ich weiß, ich sage es jedes Mal, aber sie ist halt auch jedes Mal wieder gut. Ah, weniger nach oben gucken will. Au! Gut, das Boot nimmt keinen Schaden. Ich hingegen schon. So, dieses Haus hat nämlich noch ein Geheimnis für uns. Oh. Aber erstmal brauchen wir hier den Fahrstuhl.
So. Man hier am besten rüber, hier oben. Glaube ich. Eine Lampe brauchen wir diesmal nicht unbedingt. Denke ich mal. Und selbst wenn, wir können ja eine nachholen. Nachdem ich mir letztes Mal so eine Mühe damit gemacht habe. Den schicken wir sicherheitshalber mal nach unten. Dieses Rätsel war immer noch großartig. Nee, hat nicht gereicht. Das hat gereicht. Man muss ein bisschen früher. Okay. So. Hier gibt es nämlich großartige, spannende Dinge. Oh, sieht aus wie ein Brettspielabend. Und was ich fantastisch nicht gesehen habe. Dachte, dass mich das weiterbringt. Dachte, das wäre so eine Tafel, wo eine Lösung draufsteht. Ne, hier ist noch so ein Teil. Ach, verdammt. Ich dachte, ich hätte was aus dem Augenwinkel gesehen. Na gut, ich schnapp mir jetzt noch mal eine Laterne. Vielleicht bringt das da ja irgendwas. Dass das nur dann leuchtet oder so. Das hatte man ja schon mal mit dem Hinweis für die Höhle unter dem Turm. Die ich vor dem Hinweis gefunden hatte. Ich glaube, ich muss mir den alten Kram noch mal angucken. Wollte die Tür nicht zumachen? Nope. Nope, nope, nope. Naja, das ist okay. Ne. Dankeschön. Na gut, dann nehmen wir jetzt den richtigen Weg. Gehen noch ein bisschen Boot fahren. Ich habe nicht noch eine andere Idee.
Weil ich bin der Meinung, bei der Glocke habe ich auch noch was übersehen. Also? Auf geht's, bevor der Damm bricht. Irgendwo muss doch dieser Schlüssel sein, wo man da reinkommt. Bin nur zu blöd, ihn zu finden. So. Ah. Dachte ich's mir nämlich. Hier ist noch so eine Tür. Das sieht auch interessant aus da drin. Aber. Upsala. Erstmal rüber. Ein blödes Schild in den Weg gelegt. Das hier ist nicht die richtige Ecke für den Scout-Trick. Ah. Oh, ich finde das so gruselig, in diesem Spiel zu tauchen. Hopp. Ah. Wir brauchen den Scout-Trick gar nicht. So, wir haben sogar eine Laterne. Die schnappen wir uns doch gleich mal. Wer weiß, wofür wir die brauchen. Oh, hier ist noch eine. Ah, ups, man sollte sich nicht davor stellen. Glocke. Da drin ist das Siegel und man kann, ah, das ist der Hinweis, dass man unten rausgucken kann. Also nein, dass man unten reintauchen kann. Aber das haben wir ja schon gemacht. Ah. Oh nein, schon wieder kaputt. Aha. Damit hätte man wahrscheinlich die Glocke anheben können. Aber Betonung auf hätte. Upsala. So, schaffen wir es noch auf den Damm? Werte das als nein. Und so schnell wird man versenkt. Oh. Naja. Aber interessant, können wir den sinkenden Wasserspiegel beobachten. Das geht wirklich ganz schön tief runter. So, haben wir irgendwie ein Boot, das vorbeikommt? Da kommen Trümmerteile. Die sind so, fast so gut wie ein Boot. Die sind ein unfreiwilliges Boot. Da ist ein Boot. Ha, ich habe ein Boot. Gucken.
Ding. Vielleicht komme ich hier ja noch wieder raus. Das ist die falsche Seite. Ich muss auf der Seite eigentlich raus. Aber ich glaube, das ist weggeschwommen. Ob das wohl mein Boot war? Ein Boot kämpft. Irgendwo hier war der Ausgang. Da. Ob man hier noch rauskommt? Gar nicht so einfach. Lass mich das bedienen. Nope. Na gut, das heißt, wir müssen irgendwie... Da kommen wir unmöglich hoch. Oh no! Hier haben wir zumindest noch eine Chance rauszukommen. Nein. Blöde Strömung. Wie kommen wir denn jetzt hier wieder raus? Das ist eine gute Frage. Kommen wir da hoch? Ah, fast. Oh no. Nicht zur Geistermaterie treiben lassen. Hängt irgendwie fest. Na gut. Bisschen höher, bitte. Aus der Materie und so. Schwimmen wir erstmal da zu dem Dorf. Vielleicht hilft uns das ja in irgendeiner Form weiter. Das war bis jetzt irgendwie noch nicht so nützlich. Da kommen wir nicht oben hoch. Ich will hier raus. Lasst mich raus. Ich glaube, wir müssen auch zur anderen Seite raus. Weiß es gar nicht.
Aber das Problem ist, hier ist keine Möglichkeit, irgendwo nach draußen zu gelangen. No. Nicht runterfallen. Wir haben es immerhin hier hoch geschafft. Ah, das ist aber so ein Felsplateau. Wer baut denn sowas? So. Dann wollen wir doch mal. Mal gucken, ob wir das schaffen. Und hopp. Oh no. Au. Ja, das haben wir verdient. Ich war mir sicher, ich hätte was gesehen. Aber irgendwie war es nicht da. Naja, dann sollten wir beim nächsten Mal vielleicht einfach erstmal draußen das kaputte Ding untersuchen. Solange können wir noch ein paar explodierenden Sternen zugucken. Wenn man gerade welche braucht, sind keine da. So, wir kommen jetzt zumindest in ganz viele Räume rein. Wir kommen noch nicht in den Spezialraum im Damm. Wir kommen noch nicht in den Raum in der Klippenstadt rein. Und im Tempel in der Klippenstadt. Also eigentlich primär die Klippenstadt ist die, die uns nicht reinlässt. Wir wissen immer noch nicht, was wir mit den Artefakten machen müssen. Aber draußen ist irgendwas kaputt. Vielleicht kommt man von draußen in einen der Räume rein, weil da die Hülle kaputt gebrochen ist. Das wäre vielleicht eine Variante. Gut, also beim nächsten Mal gucken, wo ist die Hülle kaputt, wo geht's dahin und was bringt uns das? Und ich werde mir auf jeden Fall nochmal die alte Aufnahme angucken und versuchen herauszufinden, was ich übersehen habe. Und es dann beim nächsten Mal hoffentlich finden. Erfolgreicher als heute. Naja, wenigstens sind wir in das Haus bei der Glocke reingekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.